Moin Moin und herzlich willkommen in Eddys Modellwerft. Heute habe ich neu bekommen und zwar Fläschchen von Okre. Ich wollte sie einfach mal ausprobieren, wie die funktionieren. Das sind Acrylfarben auf Wasserbasis. Sind eigentlich ganz wunderbar, sollen deckend sein und ich habe schon einmal ein bisschen mit Schwarz gemalt und man kann die Pinsel auch ganz leicht auswaschen. Was ich mit solchen Flaschen mache, ich habe ja auch so eine, und zwar das ist für die Victory gewesen und dann die Farben setzen sich immer ein bisschen ab. Ja, man kann sie so aufschütteln, aber man kann sich das gleiche auch ein bisschen ersparen, indem man die Flaschen ein bisschen auf den Kopf lagert. Da kann man sich ja irgendwie eine Halterung bauen und so weiter und die Pülleken dann eben halt auf so einen Kopf. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, denn auch meine kleinen Döschen, die ich hier so rumfliegen habe, zum Beispiel auch solche von Tamiya, aber die sind jetzt eigentlich weniger up to date, sondern ich meinte mehr diese. Auch die habe ich oftmals so lagernd. Müssen natürlich immer hundertprozentig verschlossen sein. Das heißt, ihr müsst immer richtig schön die Ränder sauber halten. Von den Deckeln und auch da, wo der Deckel raufkommt. Und dann kann man die Farben natürlich immer schön so auf den Kopf lagern. Dann setzt sich das alles zwar unten am Deckel ab, aber das kann man dann wesentlich einfacher aufschütteln. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Ihr könnt euch das natürlich selbst die Erfahrung machen, ob das so rum oder so rum ist. Das ist eigentlich wurscht. Ich habe mit Schwarz schon den Prinzen, und zwar diese Seite, einmal vorgestrichen. Und wir werden gleich einmal die weiße Farbe dann machen. Ich habe ja sonst immer, ich gehe mal wieder ein bisschen aus dem Bild, solche einfachen Farben aus dem Baumarkt genommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe alles mit Haftgrund eingesprüht und dann die normale graue Farbe obendrauf. Und ja, dieses Schwarz, wie soll ich das sagen? Wenn man da mit dem Pinselstrich zieht, man muss die Farbe ziemlich dick auftragen, damit das dann deckt. Man hat immer so den leichten Pinselstrich. Ich habe das jetzt mal das Schwarz gemacht mit den Okre, also die Farben von Okre, und da habe ich das Problem nicht gehabt. Ich habe also wirklich so ein kleines Töpfchen genommen, so eins, oder man kann auch den Deckel dafür nehmen und diese wasche ich mir dann immer aus und dann kann ich die immer wieder verwenden. Und da habe ich ein bisschen Farbe reingemacht und einen Pinselstrich. Also wenn man das zu dünn aufträgt, ist natürlich jetzt auch wieder so eine Sache. Was ist zu dünn? Also man sollte schon, der Pinsel soll schon normal, sag ich mal, mit Farbe belegt sein. Ich weiß nicht, wie man sich das ausdrücken soll. Die Maler und Lackierer werden mir jetzt wahrscheinlich den Kopf abreißen. Also der Pinsel quattelt nicht so richtig in Farbe über, sondern er ist gut bedeckt. Und wenn man dann den Strich durchzieht, dann deckt die Farbe zu meiner Zufriedenheit. So kann ich das einfach sagen. Wenn man den natürlich dann irgendwie noch abstreicht, dass da kaum Farbe dran ist und dann man den Strich längs zieht, ja, ich glaube, dann deckt auch die beste Farbe nicht. Aber ich zeige euch das gleich mal im Natura, wie das funktioniert. Wie gesagt, mit Weiß habe ich noch nicht gestrichen. Ich werde mich jetzt mal wieder aufs Glatteis wagen und mal gucken, ob das Eis schon trägt. Bis gleich auf dem Basteltisch. So, hier seht ihr jetzt die ganzen Teile meines Begehrens. Und das Teil muss ich mal wieder beiseite packen, weil da hat das nicht so gut geklebt. Komischerweise. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen heute also weiß machen. So, einmal gut aufschütteln. So ein bisschen habe ich ja auch schon mit den im Video
geschüttelt, wo ich so ein bisschen vorgestellt habe. Also ich finde das ganz toll. Man könnte, ich sag das jetzt mal, auch so 2-3 Tupfer drauf machen und dann verstreichen. Sollte man aber nicht machen. Man macht sich da so ein kleines Töpfchen ran, vielleicht so ein bisschen leicht schräg. Und dann geht das los mit dem Pinsel. Ja, wie gesagt, ich meinte das, der Pinsel ist so belegt. Also nicht so, dass es runter tropft. Und jetzt bin ich gespannt. Also hier seht ihr das Schwarz. Das ist ein Zug und man sieht keine Streifen drauf, nix. So, und ich muss jetzt muss ich mal ganz genau gucken, ich muss die Vorderseite hier machen. So, hier habe ich ja die Rille, da muss ich dann so ein bisschen gehen. Und man soll ja immer in einen Zug durchziehen. Da hat sich irgend so ein Bläschen drauf gepackt. Und, was soll ich sagen? Ich finde, das deckt einwandfrei. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob mein Tata sich da... Ich habe das jetzt mal nicht abgeklebt, habe ich gerade gesehen. Aber man kann ja direkt an der Kante mal längs gehen. Und dann funktioniert das vielleicht auch. Ja, so mal ein bisschen beiseite ziehen. Da ist eine kleine graue Stelle. So. Also man sollte auch versuchen, wirklich in einem Zug die Stelle, die man bemalen möchte, durchzuziehen. Hier müsst ihr vorsichtig sein. Dieses Teil soll grau bleiben. Das heißt also, diesen kleines Stückchen da unten, das müsst ihr so ein bisschen nachziehen. So, und jetzt mache ich das untere Teil auch hier wieder ansetzen und in einen Zug durchziehen. Also, ich weiß nicht, so ein bisschen, nö, das ist, ich bin der Meinung, das ist gut deckend. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, ja, muss vorsichtig sein, nicht, dass ich da gleich weiße Finger kriege. Wie gesagt, man muss normale Farbe auftragen. Und dann kann man das in einen Zug durchziehen. So, jetzt mal wieder mit meiner extra ruhigen Hand. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ja, gut geschafft. Luft angehalten und dann geht das. Also, ich muss sagen, die Farben sind okay. So, jetzt kann man hier oben noch mal ein bisschen nachziehen. Also man sollte es wirklich auch jetzt komplett einmal trocknen lassen. Und wenn dann irgendwo kleine Macken sind, dann sollte man es noch. Wenn man jetzt auf den halb angetrockneten Lack zieht, dann zieht man den Lack wieder hin und her. Aber das ist mit jedem Lack. So, wie ist dieses Stück? Dieses Stück ist genauso. Auch hier wieder einmal längs ziehen. Und hier im unteren Bereich ebenfalls. So. Dann kann man hier das Geländer voll malen. Ihr müsst darauf aufpassen, wenn ihr das Geländer macht, dass ihr auch zwischen das Gestänge den weißen Strich macht oder den schwarzen. So. Hier vorne, oh, da sieht Eddie, da hat er eine kleine Delle drinne. Das kann immer mal passieren, wenn man da ein bisschen zu grob anfasst. Da ist er wohl mal
irgendein Teil oben drauf geschlagen. So, hier wird ja die ganze, ups, jetzt bin ich einmal gegen die Kamera gekommen. Hier wird die ganze Front ja weiß gestrichen. Einmal ansetzen und dann einmal durchziehen. So, also ich kann nicht meckern, das ist die Farben, die decken gut. So, natürlich ist es wieder schwierig jetzt bei den Bullaugen, da kann man so schlecht in Einzug durchziehen, weil da ja eben halt so ein bisschen vorne und hinten sich dann so ein kleiner Schatten bildet und so ein Strich ist. Und wichtig ist auch, dass ihr hier unten drunter malt. So, auch hier an der untersten Seite. Wird der Strich gezogen. So, und dann dreht man den Vogel ganz einfach um. Und dann macht man das von der anderen Seite. So, hier einmal an Schott rein. Und dann hole ich mir ein bisschen Farbe. Und dann vom Schott nach außen hin wegarbeiten. So, und wenn ihr das dann habt, dann nehmt ihr einfach den Pinsel und malt ganz kurz das Schott an. Und schon seid ihr soweit fertig. So, jetzt machen wir hier noch die kleine Ecke. Da mache ich diesmal das Weiße zuerst und das Schwarze kann ich dann noch später machen. So, auch hier wieder schön durch die Gitterstangen durch. So, und dann auch hier oben dieses Teil streichen. Geht da so richtig schön mit dem Pinsel zwischen. Das könnt ihr gerne machen, solange da nicht ein Deck in der Nähe ist. So, dann ist auch wichtig, oben, oberhalb, sozusagen, wo die Leute den Handgriff haben, links zu fegen und dann sieht das gut aus. So, was haben wir noch? Haben wir dieses Teil hier. So, da haben wir dieses schöne Teil mit dem Lüfter. Da gebe ich euch mal einen Tipp. Und zwar, wenn ihr jetzt das Klebeband dort drauf setzt, nehmt ihr eine Pinzette und dann geht ihr mit der Pinzette so in die Ritzen rein und drückt das an. Dann kommt ihr direkt, wie gesagt, in die Ritzen rein und dann funktioniert das. So, habe ich noch genug Farbe? Ja, habe noch genug Farbe. Jetzt müssen wir auch gleichzeitig sehen, hier im Untergrund, also unter dem Deck, muss hier auch bemalt werden. Da habe ich die schwarze Farbe ein bisschen gefuscht. Das kommt nicht gefuscht, sondern das kommt, weil da ein bisschen das Band, so wie hier auch, ein kleines Stückchen weiter vor ist. Aber solche Ausbesserungen kann man ja später noch machen. So, jetzt gehe ich hier wieder mit dem Pinsel. Versuche ich direkt in die Ecke reinzugehen. Und runterziehen. So. Ja, das ist natürlich wieder so ein Punkt. Da ist das Bullauge zugemalt oder wird zugemalt. Das kommt daher, weil dort hinter ein Holzteil ist. So, jetzt pöne ich einmal ganz kurz die Unterkante und jetzt mache ich das Gitter. Das Gitter macht bitte in Richtung der laufenden, ja, der laufenden Felder, also nicht so von oben nach unten. So, hier dieses kleine Teil. Und dann können wir
das auch ganz salopp weitermachen. So, das haben wir überall. Und dann hier oben wieder, nicht vergessen, auch hier die Seite. Und da vorsichtig sein, weil da beginnt gleich das Deck. Nicht, dass du das Deck einpinseln. So, dann sieht das schon schön aus. So, die andere Seite habe ich natürlich mal wieder vergessen. So. Jetzt kommt einmal dieses Teil. Dieses Teil ist ja so, dass die vorderste Front komplett weiß ist. Und auch dieses Stück, was hier hinter ist. Und zwar da ist die Linie genau diese Leiste. Da muss ich aber ein bisschen mehr Farbe haben. So ein klein paar Tropfen. Macht euch wirklich nur immer so 1-2 Tropfen da rein. Lieber öfters mal ein Tropfen nach Eiern, als dass ihr die ganze Kiste irgendwie wieder zurück versuchen müsst. Denn in das kleine Loch kriegt ihr die Farbe wieder nicht zurück. Ja, hier muss ich später noch ein bisschen ausbessern. Ich gehe jetzt einfach mit dem Pinsel hier auf dieser Kante, weil da kommt ja die Rundung drauf, hier in diesem Bereich. Darum kann ich das so ein bisschen freihändig ruhig machen. So, hier ebenfalls an diesem Stück. Und dann gehe ich ganz einfach gerade rüber. Weil, wie gesagt, vom Gefechtsturm, der runde Gefechtsturm, kommt da vorne ran. Und jetzt fülle ich ganz kurz hier diese Lücken. Und wie gesagt, wenn ihr Lücken füllt, macht das immer in der Richtung, wo die, ja, ich sag jetzt mal ganz einfach, Streben oder Spanten oder wie auch immer laufen. So. Also ihr seht, ich würde sagen, dass die Farbe auch gut deckend ist. Ihr seht zum Beispiel, jetzt habe ich ein bisschen zu wenig Farbe drauf gehabt. Na, man braucht nicht zu viel, aber irgendwann ist Farbe vom Pinsel runter. Und dann kommt das Grau ein bisschen durch. Aber ich würde sagen, auch das Weiß, das ist gut deckend. So. Jetzt habe ich die Teile alle fertig. Jetzt kann ich hier an der Seite rangehen. Und hier habe ich jetzt auch das Gleiche. Da gehe ich jetzt von oben nach unten, weil ich ja diese Querstreben habe, die senkrecht sind. Und dann sollte man auch den Pinsel denn senkrecht machen, denn fällt das auch nicht allzu sehr auf. So. Das wird jetzt auch das letzte Teil sein, was ich euch zeige. Die anderen, die mache ich dann ohne euch weiter, weil ich habe ja gesehen, dass ich sowieso noch das ein oder andere abkleben muss. So. Super. Das, also, ja. Ja, der Frank von Okre, da oder von corona-snap.de, der hat mich ja gefragt, ich sollte die Farben mal ausprobieren, und weil er Beschwerden darüber gekriegt hat, dass sie nicht gut decken. Also ich kann, wie gesagt, nicht sagen, dass die nicht ordentlich decken. Ne? Man muss natürlich, ja, eben halt den Pinsel gut mit Farbe voll anfeuchten. So, jetzt hier wieder die Unterkante. Da gehe ich auch einmal ringsrum, dass es alles schön ist. Rubbel die Knack.
Ja, jetzt gibt es natürlich wieder einige, Eddie, warum machst du das mit Pinsel? Kannst du es auch mit Airbrush machen? Ja, kann ich. Nee, kann ich nicht. So, ganz einfach, so sieht das aus. Ich kann kein Airbrush und darum will ich das auch nicht machen. Ich bin oldschool und mache das mit Pinsel. Die guten Lackierer, die sollen das dann ruhig mit Airbrush machen. Ich habe das mal ein bisschen versucht. Also Airbrush und ich, wir sind irgendwie keine guten Freunde. So, jetzt gibt es jetzt natürlich die Möglichkeit, ich könnte das ganze Teil weiß machen. Müsste ich rein theoretisch auch. Ich will euch das nur mal anzeichnen, so wie ich das mache, damit das optisch ein bisschen schmäler wirkt. Ich werde, das werde ich aber noch vorher abkleben, nur die Hälfte dieser Umrandung weiß streichen. Ich weiß nicht, ob ich das so mit meinen Tatter hinbekomme, dass ihr es ungefähr seht, wie ich das meine. Wie gesagt, das werde ich noch vernünftig abkleben. Und dann werde ich nämlich nur, man sieht das auch leicht, hier ist so eine kleine Schräge drin. Und ich werde nur die gerade Seite werde ich weiß streichen. So. So, wie gesagt, die anderen Teile werde ich dann ohne euch weiter streichen. So, jetzt habe ich das mal. Oh, das ist aber ganz schön wackelig. Einmal so rangehalten. Glüht. Wollen wir schauen. Und ich glaube, wenn ihr es so erkennt, kleine Ausstellung muss ich noch machen. Aber ich glaube, so ist ungefähr die Richtung gut gelungen. Ja, das war mal jetzt ein Prinzenvideo. Und ja, dies hier kommt hier denn hier oben drauf. Das habe ich noch gar nicht so ausgemessen. Da muss ich mal gucken. Immer schön stramm halten. Ja, das kommt auch mit dem Weiß ganz gut hin. Aber ich bin eigentlich damit zufrieden, so wie es ungefähr ist. Wie gesagt, es ist noch alles locker zusammengesteckt. Das wird sich aber die nächste Zeit ändern, wenn ich alles schwarz und weiß abgesetzt habe. Dann werde ich den vordersten Aufbau, diesen hier, einmal komplett zusammenbauen. Ja, und dann geht das weiter mit dem Schornstein. Das wird das nächste Stück sein. Wichtig ist, dass ihr auch darauf achtet, die fangen ja hier breit an. Oder ja, hier sind sie 1,5, da sind sie 2 cm breit und hier gehen sie wieder auf 1,5 cm zurück. Ja, der war dann also ein bisschen wie so ein, ja, verschobener Pfeil ein bisschen. So, jetzt kann ich auch mein Spiegoliereisen wieder abnehmen und kann euch mit meinem blanken Gesicht verabschieden. Wie gesagt, einmal ganz kurzes, kleines Video mal über den Prinzen. Nicht live. Aber beim nächsten Mal werde ich auch ein bisschen live malen. Da werde ich das bestimmt mit den Stornsteinen und so weiter hinkriegen. Und vielleicht werden wir dann auch ein bisschen schon die schweren Geschütze machen. Und zwar diese hier, die an der Seite sind, die gestalten sich noch ein bisschen schwierig, weil da unheimlich viel Trennfett dran ist an diesen Kanülchen, an diesem Gussteil. Und das muss ich erstmal richtig runterschrubben. Ich werde das, da hat mir einer einen Tipp gegeben, ich soll mir einfach eine feuchte Bürste nehmen und sollte mal in Sandkisten meiner Enkel gehen und dann mal ordentlich mit dem Sand das Zeug richtig runterrubbeln und dann nochmal mit Terpentin alles abwaschen und dann einmal grundieren mit Haftgrund. Dann sollte es kein Problem sein, das alles richtig hinzukriegen. Jo, wie gesagt, das war es einmal kurz und bündig.
Einmal Prinz, so wie die schwarz-weiße Farbe gemalt wird. Wie gesagt, ich habe das mit den Ockerfarben gemalt. Das sind, wie gesagt, Acrylfarben auf Wasserbasis. Und ich bin der Meinung, dass die Deckung, also die Deckkraft recht ordentlich ist. Ja, und wenn euch das gefallen hat, könnt ihr natürlich wieder meinen Kanal abonnieren und so weiter und das weitertragen und das kleine Glöckchen betätigen. Und dann seid ihr immer auf der sicheren Seite, wenn es weitergeht mit den Prinzen bei mir in der Werft, in Eddys Modellwerft. Das nächste Mal wieder live und zwar Freitag in einer Woche. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss!